So, dann. Na. Gehst du. Och, Mann. Also mit dem Sichtbereich ist es halt echt teilweise ekelhaft. So, zack. Halt, wir müssen einmal das nach oben ziehen. Und dann ziehen wir uns den hier noch mit. So. Fliegenspiel hier nach oben. Dann haben wir den schon mal. Dann den können wir uns mit dem Baum ein bisschen wieder tiefer ziehen. Und dass wir denn den hier bekommen. Am besten aber so. Ich habe gesagt, am besten so, dass ich den noch treffen kann, Alter. Was ist denn los mit dir? Also das ist ja ein schönes Spiel, muss ich ja echt sagen. Aber die Steuerung von dem ollen Werfkacker da ist ein bisschen leicht ekelhaft. So, Baumi. Komm. So, den rechten brauchen wir nicht instant. Nee. Dich ziehen wir mit rüber. Aber schön langsam, dass ich auch ja nicht da irgendwie drauf gehe. Zack, zack, zack. So, da war ich ja vorher auch. Ich glaube nicht. Da ist er, okay. Ich wollte gerade sagen, normalerweise brauche ich doch hier irgendwas, um da rüber zu kommen. Hundertprozentig. Alter, ich hasse es. Geht doch. So, zack. Die Zeit können wir ja ruhig ausnutzen. Na, da, 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 da. Alter, das war knapp. So. Oh Mann, Alter, das war mal richtig, richtig knapp, Alter. Die wollen mich doch verarschen. So. Weiter geht's. Würde gerne mal wissen, ob das jetzt schon ein neues Kapitel ist. Oder ob wir immer noch mit dem Dude hier umherreihen müssen. So, hops. Ja, einfach mal auf die Schnauze packen, ist okay. Auch von der Höhe. Okay, dann kommen wir wieder runter. Sehr schön. Na. So. Wahrscheinlich jetzt mit dem da wieder so einen komischen Kreisel holen. Ja. Vor allem, ich muss halt immer so langsam zurückfliegen, Mann. Das ist so ekelhaft. Und nervig. Und du? Ah, jetzt lebt er. Alles klar. Das heißt, den ganzen Kackweg nochmal zurück. Dass wir da drauf kommen und wir dann mit unseren Fuchsgeist uns. Ja. Gute Frage. Irgendwo hindrehen können? Runterfallen ist ja dumm. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns hier rüberziehen müssen. Von da kam ich ja. Ach, Moment mal. Ah, okay. Das heißt, wir müssen doch nach links.
Weil ansonsten macht es keinen Sinn, wenn wir das halt so ziehen können. Hä, das macht doch null Sinn. Nein, macht's nicht. Doch, nein, nee, ja, nee, hä? Nee, macht's ja eigentlich nicht. Also, es macht eigentlich schon Sinn. Das ist richtig. Aber wir müssten rein theoretisch den Ast... Okay. Okay, lol. Darauf muss man erstmal kommen. What the fuck? Weil da oben kriegen wir nämlich ein neues Dingens. Na. Alter. Alter. So. Zack. Dann haben wir den. Den können wir nämlich auch, hier hinziehen. So. Alter, und nu? Als ob der Baum jetzt läuft. Nein! Oh, bloß nicht runterfallen. Weil wie der Baum hier halt läuft. Oh, oh. Aber das muss einem auch erstmal gesagt werden. Du, pass auf, du musst, musst steuern, ansonsten bist du RIP. So, zack. Hops. Teilweise ist es ja schon fast wie Ori, Alter. Ori ist halt auch ein sehr, sehr schönes Spiel, muss man dazu sagen. Und den wieder runter. Hops. 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 Ja, ich ziehe ihn mal hoch. Keine Ahnung, wo genau der hin muss, aber... Alter. So, und da brauche ich wieder den Wind. So. Dann machen wir nochmal Hops. Können wir das Ding nämlich kaputt machen. Nochmal Sprung. Machen wir den kaputt. Und den auch nicht mehr, okay. Das heißt, wir müssen oben lang. Wie gesagt, Freunde der Nacht, das Game hier ist blind. Na, kommst du? Als ob. Achso, ist schon komplett unten. Hä? Das raff ich jetzt nicht ganz. Ach doch. Voll Raffung. Gerade kam der Geistesblitz. Das Ding komplett hoch, sodass wir auf die andere Seite mit Hilfe des Sturmes kommen. Oder des Windes, besser gesagt. So, den hoch. Kommen wir nämlich dahin. So, den brauchen wir noch nicht. Wir brauchen jetzt den hier. Weil dann können wir da nämlich so rüber hüpfen, mit Hilfe wieder des Sturmes oder des Windes, besser gesagt. Oh, da! Da wäre eine Eisscholle gewesen, okay. Das heißt, wir brauchen da gar nicht paniken, weil wir da einfach auf eine Eisschorle dann raufkommen. Aber ich glaube, das geht halt bedeutend schneller, wenn man... Gut, jedes Spiel geht schneller, wenn man halt nicht blind spielt.
Dann haben wir das schon mal. Den werden wir nämlich dann jetzt einmal so weit runterziehen, damit passt. Zack. Wechseln. Der Baum kann jetzt... wieder tolle Sachen machen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wo ich jetzt schon wieder hinspringen muss. Okay, da oben rauf. Okay, irgendwie habe ich meinen Sprungpunkt verpasst. Na gut, müssen wir nochmal machen. Irgendwie habe ich meinen Sprungpunkt verpasst. Ich glaube nämlich auch, dass ich den Ast falsch ausgerichtet habe. Aber das meine ich nämlich. Das ist bei... Du hast halt keine Ahnung, was du denn machen musst. So. Oha, das war knapp. So, und dann können wir den wahrscheinlich wieder so biegen, dass wir entspannt jetzt von Wurzel oder von was auch immer zu was auch immer springen können. In dem Fall von Hand zu Hand. Das soll funktionieren. Als ob. Das funktioniert doch nie im Leben. Ah, okay, doch, es funktioniert. Oder auch nicht. Weil ich will eigentlich. Gut, wenn ich unten lande, ist es okay. Also da unten rechts. Da bin ich jetzt mal gespannt. Okay, lande ich sogar. Also da hätte ich echt ein Problem gehabt, wenn ich früher gesprungen wäre. So, zack, du kommst hier mit runter. So, so tief wie es geht. Dann kommen wir da nämlich rüber. Und der olle Geist kann uns hinterherfliegen.